Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem zweiten Angezockt von Godfall. Also auf der PS5. Ich zeige euch das auch. Godfall. Ich habe mir gedacht, weil wir ja nur normal angezockt gemacht haben, ich mache noch eins in 4K HDR. Mit 60 FPS und einer sehr hohen Videobitrate. Deswegen auch keine Kamera. Ich werde das Video nicht bearbeiten. Ich werde es nicht rendern. Ich werde es nicht schneiden. Ich werde kein Intro, Outro, sonst irgendwas machen. Ich lade das unkomprimiert hoch, damit ihr so nah wie möglich an dem Ergebnis seid, wie ich es hier vor mir sehe. Wir haben nämlich noch einen Endboss, den wir platt machen müssen. Also der Wächter. Pariere. Vielleicht schaffe ich ihn ja diesmal zu besiegen. Ausweichen war nicht so wirklich klar. Das Ausweichen. Drücke L2 plus R1. Plus 10% Waffenschaden.
Vielleicht kann man jetzt eine Gruppe starten, zum Beispiel. Könnte ich jetzt drei Leute einladen? Lade Freunde ein. Ich weiß aber nicht, ob auch Fremde dazukommen können, weil hier steht nur Lade Freunde ein. Und dann könnte ich jetzt hier Freunde einladen. Nehmen wir Codex. Nichts. Na, hier haben wir was. Kosmischer Inhalt. So, jetzt haben wir hier. Warum kann ich bei Waffe 1 nichts auswählen? Schade. Okay. Also L3 und R3. Ich wollte eigentlich nicht links nehmen, jetzt eigentlich jedes Mal, weil ich immer auf den komischen Knopf komme. Scheiße, Mist, ich wollte gerade ein grünes Ding machen. Aber sieht schon mal besser aus. Sieht schon mal wesentlich besser aus. Muss ich erstmal dran gewöhnen. Aber was ich halt Problem habe, ich komme jedes Mal auf Viereck für Ausweichen. Achso, der ist ja schon runter halbwegs.
ich bin tot, Mist. Ich habe nicht auf meine Energie geachtet. Springen gibt's hier gar nicht. Na, scheiße. Ich wollte gerade heilen. Ich habe mich jetzt nur auf das Monster konzentriert und nicht halt auf meine Energie. Ey, ist doch nicht normal, ich war doch... Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt es doch gesehen, der war doch besiegt. Jetzt bin ich aufs Volle gegangen, scheißegal auf Gesundheit. Die Steuerung ist ein, ist ein schnelles, ein direktes Spiel. Die Steuerung ist auch gut, aber mit dem Ausweichen manchmal. Ich
weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Trotz, dass das Spiel uns vorgibt, dass wir sehr schnell agieren sollen und müssen und das alles toll ist, wirkt es an manchen Stellen durch die beschränkte Ausweichmöglichkeit und so, also nur X einmal so ein bisschen weg, ein bisschen schwerfällig. Wir können auch nicht springen. Also ich würde mir jetzt auch lieber ein Springen auf X wünschen und auf Viereck nicht heilen, sondern auf Dreieck heilen und auf Viereck ausweichen. Weil ich komme jedes Mal komme ich anstatt auf X für ausweichen, Viereck. Jetzt haben wir auch den Anfang von Gott vorgeschafft, das geht so richtig ins Spiel. Weil wir waren ja noch nicht fertig, wir hatten ja den Anfang gerade mal gemacht. Well done, Orin. Welcome. I am here, Sanctum. Tell me what you need. Makros nearly has the power of a god. If you are to defeat him, your plan must be flawless. And I can craft such a plan. I trusted Makros once. Now you're asking me to trust you. It will only be until Makros is vanquished. You will see. Even if I don't agree. You came to me because you saw no other way. This is your path. Let me guide you. Do not betray me, Sanctum. Too much is at stake. May the Archon of Rebirth watch over you. Phoenix. Aber meine Schwerter und alles übernehme ich, das ist gut. Aber Ring nicht. Doch, Ring. Wir haben nicht genug. Okay. Trainingsgebiet. Okay.
Und jetzt haben wir Pferd 2 noch. Und wir haben R3, dann R1. L3 war der doch, Mensch. Wir sind noch ein bisschen schneller und direkter. Und was haben wir bei L2? Oh, jetzt! Jetzt, das ist schön. Das ist eine schöne Hand. Das ist eine schöne Hand. Sehr, sehr schön. Schwerfälliger Angriff. Wobei R1 hier schön schnell viel. Echte Kopfbombe. Also R2 ist eine leichte Kopfbombe. Und dann könnt ihr halt mit R1 draufballern, was das Zeug hält. Und dann haben wir halt noch diesen super Angriff, der halt viel wegnimmt. Und dann gucken wir nochmal diesen Nordic Dingsbums an. Und im Oberraum geht halt weg. Gut. Jetzt haben wir ja trainiert. We are heading into the monolith. Once inside, we won't be coming out until Macross is finished. Oh, jetzt sehen wir auch die Landkarte endlich mal. Ist ein bisschen aufgebaut wie Yggdrasil, also ein bisschen aus der nordischen Mythologie. Verschiedene Gebiete und... Also habe ich das Gefühl, kann auch sein, dass ich mich irre, weil... ich ja Assassin's Creed Valhalla als letztes gespielt habe und immer noch Asgard im Kopf habe. Aber mit dem riesen Schwert da in der Mitte, was da schwebt, in der, weiß ich nicht. Kommt mir halt so ein bisschen vor. Ja, die Grafik ist echt Bombe, die ist klasse. This is the Earthrealm, where our adventure begins. Also jetzt beginnt unser Abenteuer erst richtig. Point me towards this watchtower. I'll guide you on your path. But keep your sword close. You'll find no friends here. Also es ist ein sehr agiles Spiel. Das Spiel sagt uns doch, dass es agil ist. Aber an manchen Stellen wirkt es nicht so. Also wenn wir jetzt hier schneller, wie gesagt, mit diesem Ausweichen und so. Da gibt es halt so ein paar Sachen, wo ich sage, warum hier springen, warum... Wenn es schon schnell ist, dann möchte man da auch schnell, so wie ich es von anderen Spielen auch kenne, über den Gegner rüberspringen. Irgendwie ein richtig schöner Gegner. Twilight beacons mark places where we can start future missions. Let's activate as many of these as we can.
Wer sagt uns, wo wir lang sollen? Ich habe nicht auf meine Gesundheit geachtet. Fertig. So. Da sind wir lang, aber wir haben hier noch was. Dann gehen wir erstmal hier hin. Hier ist eine Truhe. Hier geht's auch noch mal lang. Ah, da kommen wir zum Gleichen, oder was? Ah, da kommen wir zum Gleichen. Na, okay. Hier ist aber auch noch mal eine Kiste. Mach mal jetzt schnell, ich will nur... damit ihr noch ein bisschen was vom Spiel seht. Weil ich für den Endboss ja so lange gebraucht habe. Oh, was ist das? Okay. Lost Valorian artifacts will help you grow stronger. So, dann muss ich erstmal kaputt machen, was hier in der Nähe ist. Mit Geist Verbindung öffnen. Achso, das war. So. Aber. Wie soll ich denn die da öffnen?
Jetzt solltet aber. Ja, die Dinger zerstören. Und wir haben eine neue Waffe. So, und? Wo sollen wir hin? Hier zum Wachturm. Meine Stufen bleiben auch gleich, auch wenn ich einen neuen Dings nehme. Das ist gut. So. The Watchtower is up ahead. Keep your hand on your sword. Mal gucken, wer sich das von euch holt. Ich gehe mal jetzt zurück. Oh, kein Gegner ist. Irgendwie auch hier mit dem Licht, das ist toll. So. So, wie das hier durch die Blätter scheint. Toll. So, das soll es jetzt auch soweit dazu gewesen sein. Wir haben ihn angezockt gemacht. Jetzt habe ich nochmal in 4K HDR mit euch gezockt, damit ihr da einen besseren Eindruck von bekommt. Ich werde auch dieses Video nicht rendern, nicht schneiden. Ich werde nichts damit machen. Damit ihr wirklich so nah wie möglich an dem Ergebnis dran seid. Und ich kann auch sowieso kein HDR-Video rendern. Dafür ist meiner Software nicht vorgesehen, leider. Mal gucken, ob das irgendwann kommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Mal gucken, wenn sich das einer von euch holen sollte, dann könnte man das auch abends mal zusammenspielen, wenn der Community-Abend ist, am Wochenende. Ich freue mich schon auf die nächsten PS5-Spiele. Ich hoffe, da kommen noch viel mehr Spiele, die wirklich man als Gruppe spielen kann oder auch mal mehr. Also nicht nur unbedingt Shooter, auch sowas hier mit Schwertern und Sackboy, A Big Adventure und sowas. Mit 5, 6 Mann oder 4 Mann, 3 Mann, sowas. Oder da würde ich mich echt drüber freuen. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was. Guckt auch mal in der Videobeschreibung, da ist mein Link zu meinem Twitch-Kanal, Odin_Ase, wie mein PSN-Name ist. Guckt da mal gerne vorbei, bin ich eigentlich so gut wie jeden Abend ab 20:15 am Streamen. Ich wünsche euch was. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.